Hallo und herzlich willkommen, Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22, zu der Mittwochsausgabe des BA Pros. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns im dritten Finalspiel gegen Vegas. Am Dienstag haben wir die ersten zwei Spiele gewonnen. Die Serie steht also auf 2:0. Und die werden wir jetzt schauen, dass wir das auf 4:0 und Stanley Cup-Titel nach Hause holen. Mal schauen mal, ob es mir gelingen wird. Wir spielen in Vegas. Wir haben ein paar mitgereiste Fans im Petto plus Verteidigung und die Tore. Und unsere Gastgeber haben den Heimvorteil und den Angriff auf ihrer Seite. Aber das macht nichts. Wir sind Kämpfer. Wir wollen den Titel. Und dadurch meinen dritten Titel hier in der Karriere. Und dann schießen wir um in Season 6. Schauen, was uns da erwartet dann. In Sachen YouTube schaut ihr mal bei mir auf dem Kanal unter die Kanäle. Da habe ich vier Kanäle verlinkt. Von vier meiner Kollegen. Würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust, Werner. Und ein Abo oder zumindest einen Daumen nach oben. Da lasst mir die Videos. Der Sachsen Player, der macht immer gute Livestreams, baut euch die LKWs auf beim ETS. Das kämpft. So, der erste Einsatz ist vorbei, 14:14. 2:20, immer noch kein Ergebnis. Check funktioniert. Aber hier 1:0 durch unseren Connor. Zack, bumm, und drin ist das Ding. So, zweites Drittel, wir sind mit 1:0 in der Führung. Das müssen wir schauen, was wir das da halten. So, Kempschow. Wir sind auf 2:0 ausbauen.
mich der Kantaten hätten. Deswegen bin ich auch fit. Und da Viktor schießt bis 2:0. Hervorragend. Druck erhöhen. Ah, Teufel noch eins. Mein Kollege läuft hier noch, aber nein. Raus auf die Bank, was ist los? Neun einundzwanzig, 7:08, 2:0 für die Jets. Also bleibt bei uns. Aber leider ohne Erfolg. Leider ohne Erfolg. Camp Show, laufen. 530 nur im zweiten Drittel. Und das zweite Tor am heutigen Abend von unserem Kyle. Und somit 3:0 für die Jets. Das war jetzt oft fast das 4. Jetzt ist das 4:0 und der Hattrick für den Kyle. Auf die Bank. Und dann geht es auf ins letzte, entscheidende und gefährliche Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Aber ich denke mal, die Serie wird auf 3:0 heute aufgebaut. In dem Spiel. Dieses Jahr holen wir uns den Titel.
mit Sicherheit. So, jetzt hat 14,40 genug. So. Der zweite Kampf gegen Vegas und den der dritte Kampf in der Season auch mit einem Sieg. Ah, in der Season sogar in den Playoff-Finale. Meine Kollegen übernehmen es durchschießen und ich kämpfe. Das ist aber eine gute Kombi. Jetzt auf geht's. Lauf, lauf. Uchi, lauf. Ja, den falschen gepasst. Minute 21 genug. Wie verliert die Scheibe wieder? Ah, Schott. Zu früh. Aber sie holen uns so die drei Tore nicht auf. Also ist eh egal. Ja gut, dem Kohli wird es nicht egal sein, weil der seinen Shootout nicht erhalten hat. Sei der 4-1-Sieg. Von den her. Die Serie ist auf 3:0 ausgebaut und das ist dies. Was zählt man in dem Sportsfreunde? Punkte werden wir jetzt auch gleich kassieren. Spiel noch, dann sind die ersten 5 Jahre in der NHL immer. Um.
Unser Goni ist auf dem dritten Platz. Der Victor ist mit einem Tor, einem Assist auf dem zweiten. Und der Kyle müsste auf dem ersten sein mit 3 Toren. Und einer Assist. Ja, es ist, wir haben 3 Stars, wir haben 4 Tore, wir haben 2 Assists. Dann schließen wir da mal ab. So. Ein Sieg nur bis zum Stanley Cup Sieg. Das heißt, wir haben jetzt bis jetzt 8 Tore, 5 Assists sind 13 Punkte. Wo gehen wir denn überhaupt als Topscorer um? Ah, na, das ist dritte Final, Westfinalspiel. Ja, das Westfinale ist es. Kimber nur was. Bin jetzt da zu früh gedruckt gewesen. Ja, okay. Ein Sieg trennt uns nur vom Stanley Cup. Ist schon richtig. So, kann mir nichts anderes sagen als die Story. So, auf geht's, würde ich sagen. Gewinn mal. Nimmt man das dann Westfinal? Ein Finale ist ja auch fürs Westen.
sind wir dann West Stanley Cup Sieger. So, schauen wir mal, wo Sache ist. Auf geht's, zweites Drittel, meine Sportsfreunde. Wohl überlegte Aktion. Kyle ist Topstalker im Moment. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Abkommenfaden funktioniert einfach im Moment nicht. Also müssen wir in der nächsten Season den Ding ausbauen, Scharfschützen unbedingt. Also Minimum zwei Folgen sind wir sicher nur in zwei Ausgaben, sagen wir mal so. Also schließt man Freitag, hoffe mit der 200. dann die fünfte Season ab. Das hat mir eh ganz gut. Kämpf schon. Schon. 3:17 Vegas wehrt sie gegen die Niederlage. So scheint es. Bulli. Gewinner.
So, auf geht's, letztes gefährliches und entscheidendes Drittel, meine Sportsfreunde. Er steht immer nur 0:0, jetzt ist richtig brandgefährlich. Sechzehn, zwölf, aber noch keine Entscheidung. Druck, Druck und nur mehr Druck hast. Kommt dieser lösende 1:0 für die Jets. Durch mich. Und zwar jetzt. Hervorragend. Neuntes Tor in dieser Season. Ah, in den Playoffs. Es ist so, was ich meine. Jetzt. Das erlösende 1:0 hier im Westfinale. Dreizehn fünfzig nur. Jetzt brauchen wir es nur mehr zum Aussichern. Jetzt brauchen wir nur mehr was zum Aussichern. Anna. Nicht schon wieder. Kämpf schon, Jets. Kämpf schon. Jawohl. In der Overtime gewinnen wir. Mit 2:1. Und sweepen uns ins Finale. Zumindest in der Videosequenz bin ich auf dem Eis.
Dann heißt es für Folge 1, Ausgabe 199. Finale Stanley Cup. Nummer 2 Stars, 1 Tor, 0 Assist. Nummer 9 Tore, 5 Assists. Ich hoffe, dass die Verletzung nicht so schwerwiegend ist, dass ich nicht spielen kann. Aber wahrscheinlich wird es so sein. Wenn ich wenigstens wüsste, welche Verletzung das ich hätte. Zweimal Punkte gegen Ottawa. Spielen wir. Spiel simulieren. Heute spielst du nicht. Und da spiele ich auch nicht. Oha. Jetzt müssen wir eigentlich schon mal in den Kalender. Jetzt haben wir drei Spiele. Drei zu drei. Jetzt pass auf. Erstes Spiel hätten wir gewonnen, zweites haben wir verloren, drittes haben wir verloren, Overtime-Sieg, Overtime-Niederlage, Sieg. Ja, können wir nichts machen. Okay, wir sind Champions geworden.
Wenn man es. Wir sind Stanley He's starting to get into some Cup-Sieger. rare air here, right? With his third Stanley Cup Playoffs win, this guy's a abgeschlossen. winner. And this is a great winner. If you look over the last, what, Kennen quarter wir mal century früher around the die National Hockey 60 League, Season nur. there are very few players in the league that have won three Stanley Cups, right? Like, those are true winners. You think about how hard it is to win a cup now in a league as big as it is now and as robust as it is. He's got three rings So, now. That is zwei remarkable. That Fähigkeitspunkte haben wir. is starting to get into some special air category for what he has done in his career with three Stanley Cup wins. Congratulations. All right, we got a lot more to get to here on our post-game show coverage. So Jetzt pass auf, jetzt haben wir höhere Geschwindigkeit, Reichweite beim Abdecken, Schüsse. Tauschen wir dies aus gegen so einmal. Und dann haben wir gerade Training. 23 Stunden. Okay, jetzt passt es mir auf. Dann hauen wir das einmal eine in im Widerstand. Dann machen wir jetzt da ein bisschen eine längere Folge dafür starten wir dann die nächste durch. Siehst du, das eine Trophäe haben wir schon einmal, eine zweite Trophäe haben wir auch schon, eine dritte Trophäe haben wir auch schon. Die Draft-Lotterie. Pass auf, bleiben wir bei den Jets oder gehen wir zu den Rangers? Ein Zweijahresvertrag oder hier? Siebenundfünfzig, ich darf mal sagen, wir gehen jetzt zu die Rangers. Gehen wir mal nach New York. Ja, dann ist einmal eine andere, wieder andere Division. Zweijahresvertrag. You know, and I thought it was a nice little tip of the cap from the coaching staff to kind of say, hey, look, you know what? I know you didn't come away with the Conn Smythe, but loved your game. Loved your compete on the way. And hey, you're a Stanley Cup champion. Nobody could take that away from you. You're a Stanley Cup champion. You're a big reason why this team's hoisted the cup. And you know what? Yes, it's nice to get recognized individually too, but there's only one of those awards. But you know what? I think this team, this fan base will always remember the effort that he gave and one of the decisive reasons why So, they are Stanley Cup champions. Yeah, how's that sound, right? We'll open up the phones in a moment. Stay with us. Detroit.
So. I thought it was a nice little tip Aber of ich the cap kenn's ja, from die the coaching spürt's. staff to kind of say, hey, look, you know what? I know you didn't come away with the Conn Smythe, but loved your game. Loved your compete on the way. And hey, you're a Stanley Cup champion. Nobody can take that away from you. You're a Stanley Cup champion. You're a big reason why this team's hoisted the cup. And you know what? Yes, it's nice to get recognized individually too, but there's only one of those awards. But you know what? I think this team, this fan base will always remember So. the effort that he gave and one of the decisive reasons why they are Stanley Cup champions. Yeah, how's that sound, right? We'll open up Dann the mal dort, phones jetzt in a hauen wir moment. uns Stay dort with das Training rein. Dann, dann, schauen wir mal, wo es jetzt da ausschaut. Personal. Mein Sicherheitspersonal, das holen wir uns einmal. Dann holen wir unseren eigenen Arzt. Dann hole ich meinen eigenen Anwalt. Dann einen Koch. Einen Steuerberater. Einen eigenen Fotografen. Einen TV-Agenten. Einen Finanzberater. Und dann haben wir es eh schon. Haben wir einen Haufen Geld ausgegeben? Halt, da können wir nur Geld ausgeben. Ein Ernährungsberater und hier auch noch einmal. Passt, meine Sportsfreunde. Das war's jetzt für diese Mittwochsausgabe und den dritten Stanley Cup Sieg in dieser Karriere. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn alles? Wir haben drei Stanley Cup Siege, vier Rekorde, zweimal sind wir in der All-Star-Auswahl, 37 Hattricks. 5 Conference-Serie haben wir es. 346 Tore, 193 Assists, 539 Punkte. Passt. Gut, meine lieben Sportsfreunde. Wenn es euch gefallen hat, würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren. Die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus VR Pro weitergeht, nichts mehr nice versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal mein Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion.
gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.